Nach der mehrstündigen Fragestunde im russischen TV beantwortete Putin auch vor der Tür noch die Fragen verschiedener Journalisten. Hier diese gestrigen Gespräche in einem Auszug in deutscher Übersetzung. Zu Beginn wollte eine Journalistin eine Stellungnahme zum angespannten Verhältnis zwischen der Türkei und dem Papst wegen der Situation der Christen im Nahen Osten. Sie wissen, ich will mich in diese Debatte zwischen dem Papst und der Türkei nicht einmischen. Ich denke, der Papst hat genug Einfluss auf der Welt, um eine gemeinsame Sprache mit jedem auf diesem Planeten zu finden, egal an was dieser glaubt. Er ist eine ernstzunehmende Persönlichkeit, die weiß, wovon sie spricht. Ich weiß auch nicht, worauf sie anspielen, da ich in dieser Sache die letzten Nachrichten noch nicht gelesen habe. Ich bin sicher, dass auch die Leute in der Türkei schlau genug sind, an der Lösung der Probleme, die kommen könnten, zu arbeiten. Die Situation der Christen im Nahen Osten ist furchtbar. Wir haben darüber auf vielen Veranstaltungen gesprochen und glauben, dass die internationale Gemeinschaft nicht genug tut, um die Christen im Nahen Osten zu beschützen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass der Nahe Osten der Geburtsort der Christenheit ist. Die Christen wohnen dort seit ganzen Zeitaltern. Es ist traurig zu sehen, dass die internationale Gemeinschaft diese Leute, die ihren Schutz brauchen, nicht schützen kann. Die nächste Frage beschäftigte sich mit Wegen zur Beendung des Krieges in der Ukraine. Es ist in erster Linie eine Angelegenheit des ukrainischen Volkes und über dieses Thema habe ich heute schon viel gesprochen. Ich glaube nicht, dass dem etwas hinzuzufügen ist. Das Minsker Abkommen soll eingehalten werden. Nach dieser sehr kurzen Antwort folgte eine Frage zur russisch-chinesischen Zusammenarbeit beim gemeinsamen Begehen des 70. Jahrestags des Kriegsendes. Die Sowjetunion und die Volksrepublik China haben beide durch den Kampf gegen den Nationalsozialismus und den japanischen Militarismus viel verloren. Wir haben Seite an Seite für einen gemeinsamen Sieg gekämpft. Da ist es ganz natürlich, dass wir zusammen feiern. Da geht es nicht nur um den Respekt vor Veteranen und den anderen, die einen hohen Preis zahlen mussten. Der Zweck ist auch, der jungen Generation den Geist der Nulltoleranz für Faschismus und Militarismus zu lehren, sodass Dinge wie diese nie mehr in der Geschichte unserer beiden Länder geschehen. Die nächste Frage zielte sowohl auf das umstrittene Krim-Thema als auch in Russisch-Fernost, die ebenfalls zwischen Russland und Japan umstrittenen südlichen Kurilen. Insbesondere gebrauche Russland bei der Krim Argumente, die Japan bei den Kurilen nutze und die dort so von Russland nicht akzeptiert würden. Die Krim hat keinen Einfluss auf unser Verhältnis mit Japan in Bezug auf die Friedenssicherung und territoriale Fragen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass wenn wir von der Krim als russisches Territorium sprechen, wir an die Leute denken, die dort leben. Wir sagen, dass Demokratie, und das ist etwas, wo unsere Partner mit uns nicht einverstanden sind, egal ob im Westen oder Osten, Europa oder Amerika, Demokratie ist die Macht des Volkes und geht vom Volk aus. Die Krim ist nicht irgendein Gebiet. Dort leben Leute, die ein Referendum abhielten und für eine Wiedervereinigung mit Russland stimmten. Wir müssen ihren Willen respektieren. Die Inseln, über die Sie sprechen, die Leute, die dort leben, würden wohl nicht für einen Anschluss an Japan stimmen. Das ist eine komplett andere Situation, die mit dem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs zu tun hat. Wenn wir die Geschichte betrachten, kann Russland auch eine andere Meinung zu diesem Territorium haben. Wir sind bereit zu Gesprächen mit Japan zu diesem Thema, aber sie müssen auch auf der Basis eines bekannten Dokuments von 1956 erfolgen, das vom japanischen Parlament ratifiziert wurde. Aktuell wurde der Dialog von der japanischen Seite unterbrochen. В том числе на основе известных документов 1956 года, которые были ратифицированы, напомню, японским парламентом. Но сегодня диалог практически
нас свернут по инициативе японской стороны. Die nächste Frage zielte darauf ab, ob aufgrund des Ukraine-Konflikts die anderen Länder Angst vor Russland haben sollten. Nein, das ist falsch. Dieser Gedanke wird aus Interessen anderer Länder benutzt, um aus Russland einen Feind zu machen, und sie nutzen diese Sichtweise, um ihre Führerschaft im Westen zu erhalten. Russland verfolgt keine Taktik der Expansion. Die Entscheidung über die Krim, ich wiederhole, was ich gerade Ihren japanischen Kollegen gesagt habe, hat nicht nur etwas zu tun mit der Zugehörigkeit des Landes, sondern mit dem Willen der Menschen. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass Demokratie und die Länder, die Sie repräsentieren, verstehen sich als demokratische Staaten. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes oder die Herrschaft, die auf dem Willen des Volkes basiert. Die Leute auf der Krim gingen zum Referendum und haben ihren Willen zum Ausdruck gebracht. Wir denken, jeder sollte ihn respektieren. Ich danke Ihnen vielmals. Спасибо большое.